Muss ich die Krallen bei meinem Welpen schneiden? Genau diese Frage bekomme ich als Tierarzt immer wieder gestellt und möchte es in diesem Video beantworten. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Viele Hundehalter sind sich unsicher, soll ich die Krallen meines Welpen nun schneiden oder lieber doch nicht. Es gibt verschiedene Meinungen und Empfehlungen. Daher dachte ich mir, in diesem Video dir meine Meinung, die Meinung eines Tierarztes, dir zu präsentieren. Kommen wir nun zu der wichtigen Frage dieses Videos. Ist es nun notwendig, die Krallen bei einem Hundewelpen zu schneiden? Diese Frage kann man leider nicht direkt mit Ja oder Nein beantworten. Das wäre schön und einfach, ist es aber leider nicht möglich. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ich bitte jetzt um deine Aufmerksamkeit, wenn ein Tier, egal ob es Hund, Katze, Kaninchen ist, wenn es sich ausreichend bewegt und das auf unterschiedlichen Untergrund, das heißt auf weichen Böden, harten Böden, dann ist in der Regel kein Krallenschneiden notwendig. Es gibt natürlich Ausnahmen, die jetzt gleich folgen werden. Einige Hundezüchter schneiden bei ihren Hundewelpen die Krallen. Und warum machen sie das? Das machen sie aus einem sehr wichtigen Grund, denn die Krallen bei Welpen können wirklich sehr, sehr scharf sein. Da die Welpen beim Säugen, das heißt beim Trinken der Muttermilch, die Vorderpfoten ständig in Einsatz haben, das heißt, sie drücken und ziehen am Gesäuge und wären die Krallen bei diesem Welpen nicht gekürzt, würde es früher oder später im Bereich des Bauches, im Bereich des Gesäuges zu tiefen Kratzern, zu Wunden, dadurch zu Entzündungen und starken Schmerzen für das Muttertier führen. Wenn dann die Welpen mit ca. 8 Wochen dann abgegeben werden, dann empfiehlt der ein oder andere Hundezüchter, dass man das Krallenschneiden regelmäßig fortsetzt. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Hundewelpen sind meistens sehr unruhig und das macht das Krallenschneiden sehr schwer oder fast unmöglich. Daher empfehle ich meistens, fast immer, dass man mit dem Krallenschneiden aufhört. Das ist nur Stress für beide Seiten, für den Hundehalter und für den Hundewelpen. Was man jedoch nicht aufhören sollte, ist das Hundetraining. Man sollte natürlich trainieren, dass der Welpe die Pfote gibt. Das ist natürlich ein Prozess, passiert nicht von heute auf morgen. Und ganz wichtig ist, dass sich dein Welpe, dein Hund daran gewöhnt und auch dabei wohlfühlt, wenn du seine Pfote in deine Hand nimmst. Wenn das funktioniert, dann ist der nächste Schritt, das Krallenschneiden, deutlich einfacher. Ein weiterer Grund, warum ich es nicht empfehle, ist es natürlich sehr schlecht, wenn man versucht, auf Zwang die Krallen des Hundes zu schneiden. Es stresst einen, wie schon gesagt, und es kann zu Verletzungen führen. Wenn man mit dem Hundewelpen kämpft, versucht die Krallen zu schneiden, er zuckt in diesem Moment, wo man die Kralle schneiden bzw. kürzen will, dann kann es leicht zu Verletzungen kommen. Man kann in das Innenleben schneiden und das tut auf jeden Fall sehr weh und blutet auch intensiv. Und das ist auch alles andere als förderlich für den Lernprozess. Passiert das einmal oder sogar öfter, dann ist das Krallenschneiden in der Zukunft sehr schwer möglich. Sogar wird dein Hund es meiden, dass du seine Pfote in deine Hand nimmst. Jetzt kommen wir zu der zweiten wichtigen Frage in diesem Video, nämlich wann sollte man doch die Krallen bei Hundewelpen schneiden? Und um diese Frage richtig zu beantworten, ist eine Sache sehr wichtig, nämlich dass du regelmäßig, am besten wöchentlich, die Krallen bei deinem Welpen kontrollierst. Weil wenn man nicht kontrolliert, kann man nicht feststellen, ob diese zu lang sind und ob man diese doch kürzen sollte. Ein wichtiger Punkt ist, wenn dein Hundewelpe eher sich weniger bewegt oder nur auf weichen Untergründen, dann kommt es natürlich zu einer geringeren Abnutzung der Krallen. Das wiederum führt eben zu längeren Krallen und bei Hundewelpen drehen sich die Krallen meistens ein, das heißt, sie sind stark gebogen und wenn sie dann zu lang werden, können sie dann in Teppichen,
hängen bleiben, was wiederum zu Verletzungen der Krallen führen kann. Sollten die Krallen bei deinem Hund doch einmal zu lang werden, dann kann ich dir dieses Video auf jeden Fall empfehlen. In diesem Video erkläre ich genau, das heißt Schritt für Schritt, wie man die Krallen eines Hundes schneidet und welche Krallenschere man verwenden sollte. Solltest du jedoch trotzdem sehr unsicher sein, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann empfehle ich dir, bevor du das erste Mal die Krallen schneidest, zu deinem Tierarzt zu gehen, mit ihm gemeinsam das durchzumachen. Er wird dir zeigen, wo das Innenleben in der Kralle liegt und bis wohin du die Kralle schneiden darfst. Wie schon gesagt, generell empfehle ich es nicht, die Krallen bei einem Hundewelpen zu schneiden, denn wenn sich der Welpe genug bewegt auf unterschiedlichem Untergrund, dann kommt es zu ausreichender Abnutzung der Krallen. Jedoch ist das regelmäßige Kontrollieren, das wöchentliche Kontrollieren der Krallen sehr notwendig, vor allem der Daumenkralle. Und falls dein Hund eine Wolfskralle hat, dann bitte auch auf diese genau achten. Zum Thema Wolfskralle beim Hund habe ich auch ein eigenes, sehr ausführliches Video gemacht, verlinke ich dir ebenfalls hier oben. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Ich würde mich nun sehr freuen, wenn du dieses Video mit Freunden teilst. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner.